Willkommen zurück, Leute, zu Let's Play Sonic Heroes. Wir sind auf den Zielgeraden und haben es bald mit Team Rose auch schon geschafft. Froggy. Hat er eigentlich was anderes im Kopf als Froggy? Er stirbt. Froggy. So, diesen Block können wir zerstören. Scheiße, sagt er wieder. Ja, er ist wirklich scheiße. Hier drunter müssen wir lang, ja. Ich hätte jetzt den oberen Weg irgendwie nehmen können, aber das ist, glaube ich, kein so großer Unterschied. Ja, danke Big für deinen Tipp. Für deinen Bigen Tipp. So, mit das kenne ich noch aus Sonic Heroes. Sonic Heroes, mit Team Sonic. Aber hier war gar keine Spirale unter dem Gegner versteckt, sondern hier. Was ist das denn für eine Plattform? Kommt hier mal wieder hoch? Ach, das geht mit dem Team gar nicht, diesen Spin Dash, keine Ahnung was. Okay. Und hier müssen wir wohl... Ach so, ich habe gedacht, wir müssen das Gegner oder so besiegen, bis wir da wieder hoch können. Wieso kam denn jetzt Amy nicht auf diese linke Spirale? Ja, egal. So, Big, renn so schnell du kannst. So, ich mache extra mal hier ein paar Schüsse auf das, auf diesen Roboter, den wir jetzt Set bekommen. Ja, da haben wir es. Und da habe ich es eingesetzt. Dam-di-dam-di-do. Und hier ist sogar eine Spirale. Erstmal will ich schauen, was es hier noch drunter gibt. Ein paar Ringe. Gab's dort. So, jetzt nicht bewegen. Und genau. Auf Nummer sicher gehen. Und... Wow, wir können hier drauf? Ja, wir können hier drauf. Boah, ein extra Leben. Und was ist hier drunter? Nix. Super. Wir fliegen. Juhu. Und ja, hier sollten wir uns beeilen. Hinauf. Ja, ich glaube schon, es gibt keinen anderen Weg, oder? So, der war einfach. Seit wann kann der Big schweben? Ja, sah gerade so aus. Was gab's heute bei dir zum Mittag, Big? Hast du irgendwie was wieder Fisch gegessen? Du magst so gerne Fisch als Kater auch. Boah, überall, wirklich. In jedem Level sind Gegner. So, Amy Level 3 hätte ich jetzt mit Tree machen sollen, müssen, hätten können. So, das war schon schwierig für Anfänger gewesen, gerade was wir gerade gemacht haben. Aber im Prinzip war es einfach, die Schalter anzumachen. Ist kein großes Problem gewesen. Och man, Big, du bist... Was hat der für Probleme? Der denkt nur an seinen Froggy. Immer. Immer. Hat er einmal in seinem Leben was anderes gesagt? Ach, und hier gibt es schon das Ziel. Wofür habe ich dann noch Z bekommen? Für nix eigentlich. Na gut, umso besser. Weil wenn jetzt hier noch Gegner gewesen wären und ich gefailt hätte, was ich denke, dann wäre es ungünstig gewesen. Und da ist wieder unser A-Rank. So. 35 Embleme haben wir jetzt. Bing. Chung-chung. Okay. Jetzt sollten wir in der letzten... Ah, Smaragd-Herausforderung. Wieso Smaragd-Herausforderung direkt? Na gut, Smaragd-Herausforderung. Ich komme. Ich glaube, das letzte Smaragd-Level. Deswegen ist logischerweise auch das Schwierigste. Und hier sind mehr als genug Minenfelder platziert. Aber naja, außer einmal gefehlt haben wir jetzt nicht mehr. Ist ja gut bis jetzt. Also, die platzieren die erstmal rechts.
Dann will man wieder rum, aber kommt nicht mehr rum. Mein Gott. Also ob ich das jemals schaffen werde hier. Mit dir, Big, weil hier sind ja auch Dreier. Ey, was soll das zum Teufel? Was verlangen die hier? Muss schnell sein, aber kann nicht schnell sein, weil irgendwie überall Minen sind. Oh, an der Decke gibt es ja keine Luftballons. Okay. Ich glaube nicht, dass wir den noch einkriegen können. Ich könnte es im Prinzip schon aufgeben, aber das werde ich natürlich nicht. Weil denn Wunder gibt es ja auch noch. Aber nee. Ach, jetzt gibt es aber auf einmal an der Decke welche, die wir nicht mehr brauchen, weil es hier genug gibt. Nee, das wird nichts mehr. Jetzt müssten wir schon cheaten, um den zu bekommen. Nee, das wird nichts mehr. Danke. Nein, tschüss. Zeit abgelaufen. Okay, kein Problem. Ich will ja auch keine 100% in dem Game bekommen. Also das Game komplett durchzuspielen wäre mit allen Smarakeas Emeralds. Mit in jedem Level A-Rang und halt mit allen Teams. Dr. Eggman, ciao. Wir werden nicht. Es ist deine Schuld, dass Sonic und ich nicht. Du wirst es bis am Ende deines Lebens. Ich hab's satt. Diesmal gibt's keinen. Was? Kartoffelsalat? Nee. Du, Eggman, mit diesem Team. Du hast bei dem Team irgendwie wenig Leben. Wenn du dumm bist. Und hier steigen direkt mal. Alle Teammitglieder ein Level auf. So. Und B kann mal was anderes sagen als nur seinen Froggy. Gar nicht. Weißt du, was ich mache? Ich treffe dich jetzt die ganze Zeit. Eggman. Du bist ja sowieso hier mit dem Team wenig Leben. Komm, bleib noch ein bisschen hier. Hä? Du Noob. Hä? Was willst du? Hau nicht ab. Komm. Komm, bleib noch ein bisschen hier. Und Z. Vielleicht haben wir es schon geschafft. Ich weiß es nicht. So, nein, er flieht, du Noob, ey. Sollte aber jetzt kein Problem mehr sein. Okay. So, jetzt sollten wir es aber gleich geschafft haben. Es war jetzt einfach Pech, dass wir das nicht mehr bis dahin geschafft haben. Aber das wird sich in Kürze ändern. So, okay. Und jetzt haben wir ihn. Komm. Ah ne, er hat ja auch noch sein Schutzschild. Aber ich glaube, das spielt keine Rolle. Und, ja, und. Yo. Was, eine Niederlage. Unmöglich. Nein. Tja, Eggman. Gegen Team Rose kommt halt keiner an. Oh Gott. Jetzt schauen wir uns noch die Endsequenz an. Da bin ich mal gespannt. So, A-Rank, das war ja eindeutig. Juhu. So, yay, es geht weiter. Froggy. Ciao. Chaos-Daten wurden kopiert. Ich bin so glücklich für dich, Chocula. Was? Ciao, Amy. Hey, ist das nicht Mr. Sonic dort drüben? Aha, hab ich dich, Sonic. Sonic, ich komme. So, alle haben gefunden, was sie wollten. Amy, ihre Liebe.
bei Sonic und Sonic, Big Sun Froggy und Tal ihren Ciao Tal Schokolade. So, links sehen wir nochmal die Anfangssequenz, die Filmsequenz von dem Team, die ich ja weggedrückt hatte. Jo. Jetzt könnten wir sagen, wir hätten im Prinzip fast 50% des Spiels schon mal durch, das Let's Plays. Also, es kommt noch sehr viel. Also ungefähr doppelt so lang wird das Let's Play sein noch. Denn es bleiben zwei Teams übrig. Einmal Team Dark und Team Chaotix. Und Team Sonic und Team Rose haben wir jetzt ja schon abgeschlossen. Und ja, am Ende gibt es noch einen finalen Endboss. Wir werden dann auch Super Sonic sein, ohne die Chaos Emeralds, komischerweise. Ja, das Team war halt einer der einfachsten. Das Team ist auch das leichteste, einfachste Team. Das stand ja selber, das ist eher so für Anfänger geeignet. Jo. Wir haben im Prinzip fast alle Arien mit dem Team bekommen. Jo. Renderware. Also mit den Filmsequenzen, das finde ich gut, dass sie nochmal einblenden. Und hier sind wir auch gleich schon am Ende. Aber Sega hat ja, wie ihr wisst, immer sehr viele Credits-Sachen. Also sehr viele Credits. Dann haben wir auch Sega Europe. Sega irgendwas America. Da steht. Da ist es doch. Sega of America. Bla bla bla. Hier ist links die Endsequenz, die wir gerade eben schon gesehen haben. Special Thanks, Twister. Und Amy. Also wir haben ja in der Sonic-Filmsequenz gesehen, mit Team Sonic. In der Endsequenz, dass Amy ihn ja nicht bekommen hat. Sie hat ihn noch nie bekommen. Er ist einfach doch zu schnell für sie. Probiere eine andere Handlung aus. Jo. Jo, klar werde ich das. Aber das auch wieder erst im nächsten Part. Da es besser wäre, mit einem neuen Part anzufangen, wenn wir mit einem neuen Team starten. Okay, und immer noch Black Screen. Nee, ist kein Glitchberg oder so. Musik war ja auch noch da. So, gespeichert. Und jetzt haben wir mit dem Team auch 100%. Und das nächste Mal will ich mal wieder mit einem etwas schwierigeren Team weitermachen. Das wäre dann Team Dark und ja, es wäre schön, wenn wir uns nämlich auch im nächsten Part wieder sehen würden. Beziehungsweise hören. Oder ihr mich hören. Ja, ihr versteht das schon. Und Kommentar schreiben nicht vergessen, abonnieren nicht vergessen, Daumen hoch nicht vergessen. Und ja, dann bis zum nächsten Part, Leute. Und ciao, bis zum nächsten Mal.